Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung in unserer Sendereihe Archetypische Kosmologie. Heute zu C.G. Jungs Archetypenlehre und der Astrologie. Dazu nehmen wir unseren PC dazu. Bei Astronova gibt es das Buch von Brigitte Romankiewicz, Spielfeld der Götter, C.G. Jungs Archetypenlehre und die Astrologie, knapp 9 Euro. Und da mache ich jetzt zuerst einmal die Buchinformation. Ich werde sie nachher noch am Schluss dieses Videos auf weitere Informationsquellen bei uns bei von A bis V hinweisen. Also aus der Homepage der Astronova Verlagsbuchhandlung in Tübingen. C.G. Jungs Archetypenlehre und die Astrologie, 8,95 Euro. Zitat von der Homepage. Archetypen sind unsichtbare Wirkfaktoren in unserer Psyche, die auf unterschiedlichen Ebenen zum Ausdruck kommen können. Was die Astrologie mit Jungs Archetypenlehre verbindet, ist die Tatsache, dass beide auf handfesten Beobachtungs- und Erfahrungstatsachen beruhen. Die Astrologie hat im Laufe einer langen Versuchszeit alle archetypischen Situationen des Menschen in symbolische Bilder gefasst, und sie bedient sich einer archetypisch verschlüsselten Sprache. Gelingt dies, so bietet die Astrologie die Möglichkeit, unbewusste Vorgänge für das Bewusstsein objektiv zugänglich zu machen und das, was Jung Archetypen genannt hat, zu ordnen. Die Autorin Brigitte Romankiewicz belegt in diesem Buch, dass der astrologische Tierkreis ein archetypisches Bezugssystem ist. Sie zeigt ferner, dass die Planeten archetypische Kräftezentren sind, mit deren Hilfe man sehr genau einkreisen kann, welcher Archetypus gerade zur Entwicklung ansteht. Mit sehr viel Sachkenntnis erläutert die Autorin beide Themenbereiche und belässt es dabei nicht bei Annahmen oder Behauptungen. Vielmehr entwickelt sie ihre Aussagen immer anhand konkreter Bezugnahme auf das Werk C.G. Jungs und hat damit ein fundiertes Grundlagenwerk der psychologischen Astrologie geschaffen. Hier einige Informationen aus der Homepage von Astronova zur Autorin Brigitte Romankiewicz, geboren 1945, Lehrerin bis 1990. Seither vertieftes Studium der Psychologie C.G. Jungs, der Religions- und Kulturgeschichte, der Mythologie, Astrologie und Symboldeutung. Seminare und Vorträge an verschiedenen Institutionen, Vorlesungen am C.G. Jung Institut in Stuttgart. Und jetzt aus der Leseprobe bei Astronova in Tübingen, astronova.de ist die Homepage, Zitat, Archetypus und Astrologie. Es gibt so viele Archetypen, als es typische Situationen im Leben gibt. Endlose Wiederholung hat diese Erfahrungen in die psychische Konstitution eingeprägt, nicht in Form von Bildern, die von einem Inhalt erfüllt wären, sondern zunächst beinahe nur als Formen ohne Inhalt, welche bloß die Möglichkeit eines bestimmten Typus der Auffassung und des Handelns darstellen. Das ist ein Zitat aus Jungs gesammelten Werken, Band 9, erster Halbband, Seite 61, Paragraph 99. Diese archetypischen Lebenssituationen, die sich durch den langen Zeitraum der Bewusstseinsentwicklung des Menschen hindurch seiner Psyche eingeprägt haben, griechisch Typos gleich Schlag, Gepräge, Form, Gestalt, Abbild, Vorbild, Muster, Modell, und die laut Jung Formen ohne Inhalt sind, bilden seit mindestens 5 Jahrtausenden das Thema der Astrologie. Ihr formaler und symbolischer Rahmen hat sich vermutlich in einem noch viel weiter zurückreichenden Zeitraum gebildet und wurde in der für Levante und Abendland gültigen Gestalt dann im 4. Jahrhundert vor Christus formuliert, unter anderem von Aratos von Soloi, geboren um 304 bis 315 vor Christus. Die Astrologie ist ein umfassendes System der archetypischen Erfahrungen des Menschenlebens und stellt die Summe aller psychologischen Erkenntnisse im Altertum dar. Soweit Jung in der Einleitung zur goldenen Blüte auf Seite römisch 14. Wie auch Jungs Archetypenlehre basiert sie nicht auf lebensferner Spekulation und mystischer Schwärmerei oder magischem Macht- und Wunschdenken, sondern auf handfesten Beobachtungen
Beobachtungs- und Erfahrungstatsachen, ist also radikal empirisch und könnte von daher durchaus als Wissenschaft angesehen werden. Das entspricht auch Jungs Sicht, wenn er in Psychologie und Alchemie schreibt, Zitat im Zitat, jetzt also C.G. Jung, die Wissenschaft fing bekanntlich bei den Sternen an, in welchen die Menschheit die Dominanten ihres Unbewussten, die sogenannten Götter, entdeckte, ebenso die seltsamen psychologischen Qualitäten des Zodiacus, eine ganzheitliche, eine ganze projizierte Charakterlehre, Ende des Zitats im Zitat, aus gesammelte Werke C.G. Jung, Band 12, Seite 2856, Paragraph 346. Die Dominanten des Unbewussten, das heißt die Archetypen, werden also hinaus auf die Sterne und Planeten der Astrologie projiziert und diese wiederum erscheinen bildlich als Götter oder göttliche Wesen. Was ist und wie funktioniert nun die Projektion dieser Dominanten des Unbewussten und was hat sie für einen Nutzen? Der Mensch erlebt bekanntlich nicht nur das, was seinen bewussten Erkenntnisfähigkeiten entspricht. Ein großer Teil unserer Erlebnisse geschieht nicht nach Plan, sondern durch unbewusste Vorgänge oder zumindest mit ihrer Beteiligung. Ein ehrgeiziger Mensch beeilt sich zum Beispiel pünktlich zu einer Besprechung zu kommen, die er seiner bewussten Wahrnehmung nach selbst initiiert und gewollt hat und die er möglichst rasch und positiv erfüllt sehen will. Unvorhergesehenerweise jedoch muss er erleben, dass sich allerhand Hindernisse in den Weg stellen. Der Wecker klingelt nicht rechtzeitig, Marmelade tropft aufs frische Hemd, das Auto springt nicht an und der bereits Entnervte muss den Bus nehmen und so weiter. Natürlich kommt er zu spät. Überhaupt läuft alles ganz anders, als er es sich in seinen süßen Karriereträumen vorgestellt hatte. Er tut und sagt Dinge, die völlig gegen seine bewussten Intentionen gehen. Zu allem Überfluss stellt er noch fest, dass sich sein Gesprächspartner, den er sich sympathisch und wohlwollend vorgestellt hat, als Machtmensch mit allerlei widerlichen Eigenschaften erweist und ihn zu eben jenen Reaktionen veranlasst, die er gerade hatte vermeiden wollen. Die Situation, die sich aus solchen Zufällen und Missgeschicken tatsächlich ergab, steht also in krassem Kontrast zu allen bewussten Kalkulationen und nachdem sich unser Unglücksrabe das Haar gerauft und wieder halbwegs gefasst hat, muss er vielleicht eingestehen, dass er im Grunde gehofft hatte, den anderen nach eigenen Wünschen zu manipulieren und zu überrumpeln und dass das Machtgebaren, das er selbst unterschwellig sich anmaßen wollte, ihn unversehens von der Gegenseite her überrollte. Psychologisch gesehen waren ihm seine eigenen moralisch zweifelhaften Motive dermaßen unbewusst, dass er sein unsympathisches Machtstreben am anderen wahrzunehmen meinte. Das ist die Art und Weise, wie Projektion funktioniert. Alles, was wir bei uns selbst nicht sehen, schieben wir unbewusst dem Gegenüber zu. Und nicht nur auf Personen kann projiziert werden, sondern auch auf das ganze Ensemble der sie umgebenden Atmosphäre. Es kann sein, dass wir auf dem Wege zu einer gefürchteten Person die Einzelheiten eines sonst vertrauten, angenehmen Weges plötzlich dämonisch verzerrt finden. Unsere Stimmung hat wie eine dunkel getönte Brille die Wahrnehmung verändert, eine Projektion, eine unbewusst übermächtige Gestimmtheit unseres Unbewussten. Dasselbe kann natürlich genauso mit umgekehrtem Vorzeichen passieren. Frisch verliebt haben wir die berühmte rosa-rote Brille auf der Nase. Die Welt zeigt sich von ihrer freundlichsten und liebevollsten Seite. Und wie jeder halbwegs reflektierte Mensch weiß, sie zeigt uns diejenige Sonnenseite, die derzeit auch unser Innerstes überglänzt. Projektion bewirkt, dass wir unbewusste innere Vorgänge als äußere Zustände erleben. Es geht nun nicht darum, sich dieser habituellen Unbewusstheit in vielen Bereichen zu schämen und sich über die Unvermeidlichkeit von Projektionen zu beklagen. Im Gegenteil, wir sollten lieber die Genialität dieses Kunstgriffes der Natur preisen, mittels dessen wir, wenn wir aufmerksam sind, wie in einem Spiegel schließlich und endlich doch erkennen können, was sich im unzugänglichen Dunkel unserer verborgensten innersten Seelentiefe abspielt, vorausgesetzt, wir lernen, die äußeren Zeichen richtig zu übersetzen.
Dies ist die Kunst, welche die Astrologie schon zeitalterlang praktiziert. Ihre Methode ist der Analogieschluss, der nicht weniger logischen Gesetzmäßigkeiten folgt wie die Logik. Es wird dabei von der Ähnlichkeit bestimmter, in der Außenwelt sicht- und spürbarer, dem Bewusstsein zugänglicher Gegebenheiten auf das Vorhandensein strukturell ähnlicher, noch nicht sichtbarer, gleich unbewusster Gegebenheiten geschlossen. Himmlische Konstellationen von lateinisch stella gleich Stern spiegeln irdische bzw. psychische wider. Sichtbares spiegelt Verborgenes. Wenn also im Äußeren eine Reihe von Geschehnissen passieren, die meinen bewussten Drang ganz offensichtlich hemmen, der Wecker klingelt nicht, das Auto läuft nicht an, so lässt das darauf schließen, dass in meinem Inneren unsichtbar, unbewusst eine Situation konstelliert ist, die Psychologie verwendet hier dieselbe Vokabel wie die Astrologie, die auf Verlangsamung hinzielt. Vielleicht sollte ich mich noch einmal in Ruhe niedersetzen und mir über meine wahre Motivation klar werden, mit der ich in diese Besprechung hineinzugehen beabsichtige. Ich sollte mir Bedenkzeit nehmen, meine rational vorgeschobene, bewusste Einstellung überprüfen und richtigstellen. Eine Stimme, die ich mit raschem Tempo überdrücke oder unterdrücke, flüstert mir zu: Halt ein, lass dir raten. Diese Stimme gehört astrologisch gesehen Saturn. Soweit die Leseprobe auf der Homepage von Astronova. Und jetzt noch aus der Homepage von Astronova einige Zitate von Rezensionen in der Zeitschrift Mercur, M-E-R-C-U-R, die gibt es, glaube ich, heute nicht mehr. Zitat im Zitat. Lobenswert ist, dass Frau Romankiewicz immer bei der Stange bleibt. Das heißt, sie entwickelt ihre Aussagen stets anhand konkreter Bezugnahme auf das Werk C.G. Jungs. Fazit: Das Buch ist ein ausgezeichnetes Basis- und Nachschlagewerk, besonders für psychologische Astrologen. Ende des Zitats aus der Rezension der Fachzeitschrift Mercur. In der Zeitschrift Jung Journal 9/2003, Zitat: Mit geradezu schöner Sprache gelingt es der Autorin, die Archetypen in ihrem göttlichen Wirken aufzuzeigen und transparent zu machen. Wer sein Horoskop noch nicht selbst deuten gewagt hat, findet in diesem Buch, das Theoretisches und Praktisches so gekonnt miteinander zu verbinden versteht, eine Fundgrube für hilfreiche Deutungsansätze. Den fundierten Zugang zur Jungschen Archetypenlehre gibt es gratis dazu. Fazit: Ein gelungenes Buch, das sich gut als Geschenk eignet und dem viele interessierte Leser zu wünschen sind. Ende des Zitats aus der Fachzeitschrift Jung Journal, September 2003. Aus der astrologischen Fachzeitschrift Astrologie heute, Nummer 99 aus dem Jahr 2002, Zitat: Romankiewicz nähert sich dem Thema auf verständliche Weise. Das Buch ist übersichtlich und gut strukturiert. Sie erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Das ist bei diesem Thema und vor allem mit Bezug auf C.G. Jung auch fast nicht möglich. Aber sie selbst betont, dass sie Anregungen für eigene Gedanken geben möchte. Und das ist ihr tatsächlich gelungen. Ende des Zitats aus Astrologie heute. Und ergänzend von unserer Seite noch der Hinweis: Wir haben ja auf unserer Seite astrologische Bücher mit der Adresse astrobuch.von-a-bis-w.de eine Unterseite Jung on Astrology, wo wir ja die drei Neueröffnungen aus dem englischsprachigen Raum in einem extra Video auch besprochen haben und das Rote Buch angesprochen haben. Wenn Sie hier auf dieser Unterseite hier auf die YouTube-Hinweis klicken, dann finden Sie ja dann unser Video bei Archetypische Kosmologie. Und das Buch von Frau Romankiewicz werden wir auch auf unserer Astrobuchseite noch gesondert einstellen. Ich finde es in der Tat, insbesondere für Leser, die das Englisch nicht mächtig ist, das beste Buch auf dem deutschsprachigen Markt zu C.G. Jungs Archetypenlehre und seinem Verhältnis zur Astrologie. Ich gebe natürlich zu, dass es vom Umfang her gegenüber den anderen Büchern, die ich gerade erwähnt habe,
nicht die gleiche Dichte der Informationen liefern kann, aber es ist ein hervorragendes Buch, um einen Zugang zur Archetypenlehre von C.G. Jung zu bekommen. Soweit unser heutiges Video zum Buch von Brigitte Roman-Kiewicz, Spielfeld der Götter, C.G. Jungs Archetypenlehre und die Astrologie, erschienen im Chiron Verlag, Tübingen, leicht bestellbar in der Astronova Verlagsbuchhandlung, auch in Tübingen bei Reinhard Stiele. Und damit verabschieden wir uns für heute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und auf bald.